Das ist ein bisschen Overkill, zu viel Rot. Weiß ich da nicht. Wenn ihr meint, es ist zu viel Overkill, dann kann ich auch den Hut wechseln. Aber ich dachte, wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ich mach mir. So. Ich sag mal Ghost in die Runde. Und wir gucken jetzt mal, was haben wir. Klar Schiff machen. Und das übergeordnete Wohl. Das gefällt mir. Das übergeordnete Wohl. Weil das Wohle vieler. Ja. Das überwiegt das Wohle weniger. Das ist eine Botschaft aus Star Trek. Ich wollte Wars sagen, da hätten mich die Leute verprügelt. Star Trek. Mein Herr, ihr könnt euch auf mich verlassen. Nein, nein, du musst richtig Eindruck schinden, Mann. Mein Herr, ich kann so gut kämpfen wie jeder andere Kämpfer. Das klingt doch dumm. Was vielen ja nicht klar ist, ist ja das Star Trek. Der Boss will euch sprechen. Okay, cool. Dass Star Trek eigentlich eine übelste kommunistische oder zumindest sozialistische Gemeinschaft ist. Ja. Also, Star Trek ist Sozialismus pur. Das wird den Amerikanern nicht gefallen, wenn sie das herausfinden. Aber für uns soll es ja kein Problem sein. Wir leben ja auch in einem Sozialstaat. Die Amerikaner tun das bloß nicht. Er war bereits tot. Ich habe ihn nicht getötet. Nur dafür gesorgt, dass er tot bleibt. Dieses Ding war nicht er. Mach dir das bewusst. Oh. Erinnere dich an ihn, bevor er ertrunken ist. Oh. Das war nicht er. Ja, das finde ich krass. Er war bereits tot. Ich habe ihn nicht getötet. Nur dafür gesorgt, dass er tot bleibt. Das sind ja diese Ertrunkenen hier, ne? Also. Es hört einfach nicht auf. Was war in Lumis Suppe? Oh nein! Oh! Oh! Die hat die Pilzsuppe von dem anderen getrunken. Warum? War das Lumia? Bin mir ganz sicher. Nee, aber ist das wirklich so Star Trek? Möchten viele nicht wahrhaben, aber Star Trek idealisiert ja wirklich den Sozialismus und den Kommunismus. Und wenn du das jemandem sagst, dann sagen die, nein, Lüge, was laberst du für Scheiß, du bist ein Drecksrusse und Kommunist. Dann bin ich halt ein Roter. Ich sag bloß, wie es ist, ne? Also die Serie idealisiert das und rein theoretisch ist ja auch ein guter Idealismus. Also Sozialismus an sich im Prinzip als Idealismus ist was Schönes. Nur wird er immer falsch umgesetzt. Ne? Also ich sage nicht, was die Russen da machen, was der Putin macht, wäre gut oder so. Nein, nein, nein. Das ist ja alles voll mit alles korrupt. Ne? Das ist ja alles von Arsch. Das ist immer das Problem an jedem Ismus. Jeder Ismus ist halt am Ende ein Idealismus. Wie er im Ideal funktionieren würde, wenn der Mensch perfekt wäre. Aber keiner dieser Idealismen wird halt vom Menschen so ausgeführt, wie er auf Papier dasteht. Und deshalb sind halt die besten Gedanken am Ende auch immer noch Scheißsysteme. Also ich unterstütze nicht, was der Putin da macht. Sagt jetzt bloß nicht hier, ich bin der böse Russe, der über alles herfällt oder so. Ne? Ich sag bloß, auf dem Papier ist der Kommunismus oder besser noch der Sozialismus eigentlich ein schönes Prinzip. Besser als der Kapitalismus, finde ich. Aber beide Prinzipe funktionieren am Ende nicht, weil der Mensch halt kein ideales Geschöpf ist. Ja? Diese Glocke scheint von den Ertrunkenen erbeutet worden zu sein. Nachdem sie zerlegt und umfunktioniert wurde, ist ihr Totengeläut für immer verstummt.
Also wie gesagt, ne, wirft mir es bloß nicht vor, dass ich hier irgendwelche Ideen verbreite. Ich sage halt, diese Ideen sind toll, aber funktionieren am Ende nicht. Ich bin auf keiner Seite. Nur auf meiner. Was ist das für ein Ort? Wenn ihr solche Fragen an einem solchen Ort stellt, werdet ihr abgestochen und ausgeraubt. Okay, dann stelle ich halt keine Fragen mehr. Was? Ich frage, wo sind wir hier? Was ist das für ein Ort? Und er sagt, ich stech dich ab. Ich stech dich ab. Was? Das da, was du da von dem Boden abwischst, ist das Blut? Blut, Wein. Kommt darauf an, wen man fragt. Oh, Scheiße. Wert hier. Ich will das gar nicht wissen. Wenn ich herausfinde, wer hier das Sagen hat, dann werde ich in irgendeine Machtspirale reingeschmissen. Das will ich gar nicht. Ah, wer hat hier das Sagen? Hier regiert das Geld, Wanderer. Macht, was ihr wollt, aber Finger weg von den Münzen. Ah, okay. Finger weg von den Münzen. Uiuiui. Nee. Verrückt sowas. Was? Ein Glücksspiel, bei dem die Spieler auf Würfel setzen, die mit den vier Spielkartenfarben Krone, Stern, Schlange und Löwe sowie einem Schädel und einem Anker beschriftet sind. Ursprünglich wurde es von Matrosen aus Westmark gespielt, doch es wurde auch in Hinterpfuhl populär. Okay. Merkwürdig. Wie komme ich denn zu dem ran? Er war bereits tot. Hä? Ich habe ihn nicht getötet. Nur dafür gesorgt. Ach, man da hinten. Dass er tot bleibt. Dieses Ding. Okay. Wahnsinn. Steff, bist du noch da? Ich bin überrascht, dass du gar nichts gesagt hast. Ich habe extra für dich das R gerollt. Weil du das so drauf stehst. Klar, Schiff machen. Was geht hier vor? Na hallo, Fremder. Hey, seht mich an. Ich rede mit euch. Ich sehe euch an. Ihr seid so strahlend wie ein Sonnenuntergang über Hinterpfuhl. Das ist ernst, Domei. Wir beide wissen, dass jeden Tag mehr und mehr Trunkene gesichtet werden. Hört zu. Ich werde die Arbeit erledigen, Schätzchen. Ehrenwort. Verdammt richtig. Oder ich gehe direkt zum Boss, wenn ich euch das nächste Mal sehe. Hey, ihr seid nicht von hier, oder? Hört zu. Wenn ihr mir helft, helfe ich euch, an diesem Ort zu überleben. Okay. Helft mir, neue Leichen zu finden, die an Land gespült wurden. Seht nach, ob wir etwas gebrauchen können. Dann verbrenne ich sie. Und schnappt euch alles weitere Bergungsgut, das wir unterwegs finden. Klar? Was? Oh, keine Sorge. Ich habe das schon oft betrunken gemacht. Helft Tomasch, frische Leichen zu verbrennen? Was? Ich will keine Leichen verbrennen. Widerlich. Nicht solange ich in der Stadt bin. Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Ganz schön geleckt. Vielleicht lassen wir das Pferd weg. Wir laufen einfach gemütlich durch. Ja.
Das ist doch gerade überhaupt nicht. Eine merkwürdige Welt. Also sobald jemand ertrinkt, wird er zu einem Wasserzombie. Ja, das Prinzip finde ich merkwürdig. Und warum gibt es so viele von den Viechern? Also so viele Seeleute kann es gar nicht vorher gegeben haben. Es gibt immer irgendwie mehr Untote, als es vorher Leute gab. Was ich nicht verstehe. Einzigartiges Amulett. Sieht man das? Ja, ist auf dem Kopf im Weg, oder? Nee, man sieht es trotzdem. Anhänger des Todessprechers. Blutwoge löst bei euren Dienern eine Mininova aus. Ja, ich mache keine Blutwoge. Leichen zu verbrennen. Bedeutet das, ich brauche Feuerschaden? Ich habe keine Feuerskills. Kann man die Quest auch ohne Feuerskills abschließen? Bin ich ein bisschen verwirrt. Stefan? Oder Limene? Könnt ihr mir sagen, ob ich jetzt Feuerskills brauche? Oder was ist hier gemeint? Oder gibt es hier vielleicht irgendwie... Vielleicht gibt es hier irgendwo so einen Totem, wo ich die verbrennen kann. Das kann auch sein. Aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich soll sie mit Feuerschaden töten. Also ich kann das nicht machen, weil ich keinen Feuerschaden habe. Ernsthaft? Wie verarschen, der Necromancer hat keine Feuerskills. Keinen einzigen. Kann ich das jetzt nicht machen, weil ich keine Feuerskills habe? Ernsthaft? Und wie ist das, wenn ich jemanden im Team habe, der das hat? Ist doch total bekloppt, oder? Hä? Nee, das mache ich jetzt nicht. Bin zu blöd. Hat irgendjemand von euch Feuerskills und möchte mir helfen? Ich frage mich gerade, was der umgehen soll. Habe ich irgendwas, was Feuer macht? Nee, ne? Ah, hier, es geht. Oder? Hier drüben. Lass mich durchatmen. Es geht trotzdem. Es geht.
Gut zu wissen. Wir sollten gehen. Hier ist es nicht sicher. Den hohen Himmeln sei Dank. Ich dachte schon, es würde niemals jemand vorbeikommen. Warum dankst du den Himmeln? Danke mir. Ja, ich glaube, es wird schon wieder, wenn ich mich etwas ausruhen kann und einen Happen zu essen bekomme. Kommt mit mir. Ein großzügiges Angebot. Ich werde mein Bestes tun, um euch nicht aufzuhalten. Aber... Und keine Leiche? Wie verbrenne ich die? Ach, ich hab den... Ah, jetzt macht's Sinn. Okay. Da liegen Leichen auf dem Boden, die dreht man um. Hab ich's erkannt, hä? Weißt du, was ich mal gerade mache? Lass mich mal was Verrücktes machen. Mir geht Twitch in der Zeit so sehr auf den Sack. Mir geht Twitch wirklich übelst auf den Sack in letzter Zeit. Mach jetzt mal was. Schocks, Venjala, Painful. Wer ist denn Painful Rem? Oh, der hat schon lange nicht mehr reingeschaut. Oder lurkt der? Naja. Ich habe jetzt mal ein paar Subs verschenkt an Schocks, Venjala, Painful Rem, Celery, Eistee und einfach Marco. Weil es mir auf den Sack geht, dass sich Leute beschweren, dass sie bei mir Videos, Werbung sehen müssen, weißt du? Was kann ich denn dafür? Twitch ist scheiße. Ich kann doch nichts dafür, dass der Twitch Werbung reinsetzt. Und wie oft sieht man, dass ein Streamer selbst Subs verschenkt? Ich krieg ja nichts davon. Ich bezahle bloß drauf. Rem hat schon lange nicht mehr gechattet. Warum geht es an den? Guckt er die ganze Zeit zu? Wüsste ich gar nicht. Sieht so aus, als hätten wir die Küste abgedeckt. Gehen wir zurück, bevor die mich aus der Stadt jagen. Ein paar Subs für die Leichen. Wie, erzähl mal. Was ist eure Geschichte? Ja, meine Geschichte ist, ich habe einen tragischerweise viel zu großen Schwanz und deshalb wurde ich immer gemobbt, weil ich niemals großartig laufen konnte. Mein Schwanz mich immer aufgehalten hat und alle haben sich immer mich lustig gemacht. Und deshalb dachte ich,
wer hat das Sagen? Jede Gruppe braucht einen guten Anführer. Deshalb dachte ich, ich gehe los, Dämonen verprügeln, um denen zu zeigen, ich habe einen größeren Schwanz. So. Keine Ahnung, was ist eure Story? Was ist das für eine dumme Frage? Ich habe keine Story, ich bin der Wanderer. Dem Gespräch lauschen. Also gut, Schätzchen. Die Arbeit ist getan. Oh. Und wie habt ihr das betrunken hingekriegt? Und wen habt ihr euch da schon wieder angelacht? Erwin, gnädige Frau. Freut mich, euch kennenzulernen. Mein Schiff wurde direkt vor der Küste angegriffen. Diese beiden waren so nett, mich zu retten. Freundlich? Tomai und... Hey, ich habe euch schon mal gesehen. Ihr seid vorhin hier herumgewandert. Moment, jetzt verstehe ich. Ihr habt das nicht allein geschafft, oder, Tomai? Ihr habt ihn dazu gedrängt, die Arbeit für euch zu erledigen. Was? Nein, kommt schon. Ich kenne diese Person kaum. Ehrlich. Genug von euch. Und jetzt zu euch. Sagt Silvia die Wahrheit. Silvia? Nö, ich geh weg. Ja, der ist ein Trunkenbold. Ich habe ihm geholfen. Was willst du von mir? Ich helfe halt gern Leuten. Thomas lügt. Ich habe ihm bei seiner Arbeit geholfen. Er sagt die Wahrheit. Ich habe ihm nicht bei seiner Arbeit geholfen. Wir sind zu nett, oder? Wir sind nett. Wir lügen. Für Thomas. Seht ihr? Ich habe es euch gesagt. Also gut. Aber glaubt nicht, ihr wärt aus dem Schneider. Ich sehe euch, Tomai. Schön, euch zu sehen. Wie immer. Sil. Puh. Danke. Ihr habt mir mindestens noch einen Tag an diesem Ort verschafft. Vielleicht solltet ihr bleiben. Den Boss kennenlernen. Wäre gut, euch dabei zu haben. Den Boss kennenlernen. Okay. Klar, Schiff machen. Als nächstes machen wir das übergeordnete Wohl. Ja, ne? Das Wohle einiger ist wichtiger als das Wohle weniger. Ach, keine Ahnung, wie es hieß. Starship Enterprise. Nee, Starship Entenscheiß. Genau, so hieß das.